Wir fahren heute nach Mannheim. Freund und Bruder, Gary, der hat einen Rolls-Royce, den will er verkaufen. Der Grieche wird wieder per Haftbefehl gesucht. Hast du von dem Laila-Song gehört? Ja, das ist gutes Lied. Wenn mich schon jemand auffordert, dann muss er auch zu mir kommen. Wegen Beleidigung. Werner, was geht? So, seid erstmal alle die Hand will er mal noch geben. Du hast eine gute Erziehung genossen. So, willkommen erstmal zu einem neuen Format. Kochen mit Werner und El Capone. Heute gibt es gekühlte Cola im Glas. Nein, Spaß beiseite. Was steht heute an, Werner? Wir fahren heute nach Mannheim. Mein guter Freund und Bruder, Gary, der hat einen Rolls-Royce, einen Oldtimer, den will er verkaufen. Ist jetzt nicht das Modell, was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe. Ich habe aber trotzdem gesagt gehabt, ich komme und gucken wir mal an. Und danach fahren wir ins Mannheimer Rotlichtviertel. Ich denke, mit einer Weile entwickelt sich so zu Deutschlands bekanntesten Puffhausmeister. Ja, und beim Griechen gibt es natürlich wie immer Neuigkeiten. Ne? Der Grieche wird wieder per Haftbefehl gesucht. Er hat eine neue Verurteilung. Aber gut, die Probleme werden wir auch noch lösen. Aber was ganz interessant ist, der Grieche ist aus Mannheim von jemandem herausgefordert worden zu einem Boxkampf. Und die haben sich beide darauf geeinigt, eine Runde zu boxen. Wer ist denn der andere? Der andere, naja, wie soll ich ihn sagen? Selber kennen tue ich ihn nicht. Die Jungs von oben haben mir schon ein bisschen was von ihm erzählt. Und die Mannheimer Jungs, wie wir sie halt alle kennen, die kümmern sich dann um jeden. Ihr könnt euch ja mal schon die Ansagen jetzt auf Video ja mal angucken von den zwei. Wir sprechen jetzt doch von einem Boxkampf mit Boxhandschuhen. Ist das okay? Für mich? Ja. Eine Runde wäre doch okay. Eine Runde. Gegen Griechen. Sicher. Geht auf Faust. Also dann fordere ich dich zum Kampf raus, Grieche. Eine Runde auf der Hafenkeilerei. Zum Boxen. Aber hier geht es nicht ums Töten, sondern hier geht es nur um das Kämpfen, um das Ästhetische. Mit Ehre. Mit Ehre natürlich. Und nicht einfach nur rein und umhauen. Kaputt machen, sondern also Grieche. Kampfansage steht. So, mein Freund, du hast mich aufgefordert. Ich nehme den Kampf an, aber wenn ich mit dir fertig bin, dann sagst du nichts mehr über den Griechen, okay? Also, pass auf, wen du aufforderst. Warum ich ziehe es nämlich durch. Und wenn du nicht kommst, ich hol dich. Also Grieche, wie gesagt, die Sache, die steht. Wir ziehen das durch, professionell wir zwei. Und jeder für sich, ich trainiere, du trainierst und dann schauen wir mal, was da passiert. Wir sehen uns. Und da werden wir jetzt natürlich den Griechen jetzt mal fragen, ne? Also mir wurde heute früh schon mitgeteilt, dass er schon zweimal beim Boxtraining war, aber er hat beim zweiten Mal ein wenig über Rückenschmerzen geklagt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir den Griechen da ein wenig Motivation geben und alles, nicht, dass er plötzlich den Boxkampf noch platzen lässt, ne? Was er natürlich nicht machen wird, ne? Aber schauen wir mal. Schon eine Idee, wie du ihn motivieren willst? Ja, ich setze ein Preisgeld von 1000 Euro aus. Werner, in der letzten Zeit ist ja ein Song in den Medien ganz groß geworden. Ein Song in den Medien? Was meinst du? Hast du von dem Laila-Song gehört? Laila-Song? Ja. Ich kenne keinen Laila-Song. Dann müssen wir ihn dir gleich mal zeigen und dann gibst du uns mal ein Statement dazu ab. Verdächtig. Was für der Film raus! Nein. Ja, das ist das gute Stück, das alte ja. Stück. Was tut mein Bruder? Ja. Ich weiß nicht, ob er anspringt, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, ob ich jetzt hinkriege. Ja, hab ich aber gedacht. Genau, da ist ja so ein Knopf drin, da? Ja. Also, geht das hin, der Koffer auf? Nee, siehst du. Ist die Batterie leer, ne? Ja, ich denke mal schon. Da ist so ein Abschalter. Aber der steht echt doch gut da gerade. Der sieht super gut aus. Nee, ich muss den anders aufmachen. Ist halt was anderes wie der Silver Cloud, ne? Ja, das ist ganz anders. Der Silver Cloud ist schon geiler, gell? Aber bei dem Silver Cloud ist halt so, ne, da habe ich halt auch so eine Beziehung hin. Da kommen da ja zig Geschichten schon mal in den Kopf, wo ich ihn damals halt gehabt habe. Weißt du, vom Brautsbeet habe ich ihn damals gekauft. Okay, also kann ich am guten Gewissen verkaufen, wenn du Bock drauf hast. Aber so ist eigentlich Gummel, also Chrom, obwohl der jetzt im Freien steht, Gummel, seit 4 Wochen. Steht top da, ich hab, ne? Ja, ich versuche der Chrom-Gummel, das ist sauber. Kann ich nicht sagen, wirklich. Vor das Fett macht schon nichts verkehrt. Ja. Ehrlich bist, oder? Nee, eigentlich nicht. Du gehört? Nein, nee. Doch nicht? Irgendjemand aus Mannheim hat ihn herausgefordert. Warum das? Okay. Ja, so okay. Halt, aber offiziell halt zum Boxen in einer Veranstaltung. Ja?
Ja, warte, ich bring dir mal das Video. Ah, das ist der Gegner? Das ist der Gegner, der hat ihn gefordert. Eine Runde, okay? Eine Runde. Ach, das könnte sein Bruder sein, du. Sicher. Das könnte sein Bruder sein. Ja, ja. Also, dann fordere ich dich zum Kampf raus, Grieche. Eine Runde. Ist einfach eine Runde, es gehört eine Runde. Eine Runde. Es geht nicht ums Tönen, sondern hier geht's. Es geht nicht ums Tönen, ganz wichtig. Das ist ästhetisch. Das ist ästhetisch. Komm, geh noch rüber einen Kaffee trinken, schnell schlafen, Schei. Komm, trink mal einen Kaffee. Ich kenne den Laden noch oder auch und gemacht, gell, mit dem Gummi zusammen oder ja, was? Genau. Der andere Durst weg am besten, oder? Genau. Hier ist der Männer. Zu welcher Zeit war das ungefähr? So Mitte 90er. Eine Frage, was willst du mal werden? Elektriker. Elektriker? Ja. Und wer ist noch Elektriker? Der Gari. Der Gari. Mach's gut, ne? Jetzt hat. Ciao, guck mal. Die kenne ich. Die ist vom Stift. Die kenne ich. Hey, du machst mit ihm Bilder. Die sieht gut aus. 30 Zoll. Viele denken ja, das lässt sich scheiße fahren. Super. Ja. Aber ich persönlich, ist nicht meine Musik, aber was eigentlich recht erschreckend ist an dem Ganzen, wenn man sieht, wie gewisse Leute und Medien wieder, ne? Da gibt es ja welche, die schreien ja sogar nach einem Verbot, ne? Also er singt ja von irgendeinem Bordell und von der Puffmutter. Und das ist doch was ganz Normales. Da merkt man dann schon wieder auch die Politiker, wo auf dieses Pferd damit aufspringen und alles, wie negativ sie dem ganzen Gewerbe wieder entgegengehen. Aber die Steuergelder, die nehmen sie ja gerne. Und die Steuergelder, die sammeln die ja nicht ein, die Bordellbetreiber sammeln sie ja von Staat ein. Aber was das ganz Schlimme eigentlich an dem Ganzen ist, ne? Ein deutscher Politiker, ne? Muss ja eigentlich eine Vorbildfunktion haben, ne? Und das ist wieder mal das beste Beispiel, wie es Politiker schaffen, Deutschland eigentlich blöd dastehen zu lassen. Das Land eigentlich lächerlich zu machen. Dass Politiker auf so eine Diskussion da aufspringen und danach verboten schreien und alles, die sind sich gar nicht bewusst, wie lächerlich die sich da machen, um so eine Thematik. Und das finde ich eigentlich so das Schlimme daran. In der Politik hat sich ja sowieso die letzten paar Jahre gravierend einiges geändert. Ne? Aber wie gesagt, manchmal frage ich mich, ob das reine Dummheit ist oder ist jemand wirklich so blöd oder so naiv. Oder will er einfach nur hergehen und sagt, oh, das ist eigentlich ein schönes Thema und wir lenken ja mal von anderen Problemen ja ab. Weil die ganze Diskussion, was diesen Song betrifft, das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Und über ein Verbot noch zu reden, ne? Der Song, der ist doch schon auf und runter gespielt worden, der ist doch so verbreitet, es wird doch gar nichts bringen, den Song zu verbieten. Den kennt doch eh doch schon jeder. Den hat schon jeder daheim oder eventuell auf seinem Telefon schon, der wohl gern hört. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Also wie gesagt, Deutschland besitzt auf jeden Fall die Fähigkeit, immer wieder sich nach außen hin lächerlich zu machen. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Servus. Der Grieche. Wie geht's dir? Und? Deutschlands bekanntester Puffhausmeister. Ich? Ja. Bin ich mittlerweile, ne? Alter, du hast Sachen mit mir angestellt. Dann mach ich dir mal die Tür auf, wenn er hier ist. Was geht denn, Digga? Und großartig, ich bin aber verschwitzt. Alles gut? Ja, bei dir? Alles gut. Lass uns doch vorne ins Bistro nahe gehen. Können wir machen. Schon mitbekommen, bin ich. Was denn? Wir haben es alle schon mitbekommen. Ja. Nochmal, sprechen wir jetzt noch von einem Boxkampf?
Ja, der hat mich aufgefordert, okay, eine Runde zu machen. Und du hast auch schon geantwortet, ne? Ja. Und wo findet der Kampf statt? Der findet in der Hafenkeilerei wie jedes Jahr. Macht er eine Runde? Eine Runde Eröffnungskampf. Okay, und über wie viele Minuten? 2 Minuten. Aber weißt du was? Ich glaube, nach 30 Sekunden ist er weg. Okay. Also schlägst du ihn kaum. Ja, muss. Muss ich. Und ich hab mein Gesicht zu verlieren danach und nicht nur das. Meine Ehre und mein Stolz. Ah, okay. Ja, ja gut, aber jetzt sportlich zu verlieren ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Nein, es geht aber um mich. Guck mal, es geht um ein. Ich habe ein Prinzip in meinem Leben. Aha. Wenn mich schon jemand auffordert, dann muss er auch zu mir kommen. Wenn nicht, und dann hole ich ihn nämlich persönlich. Okay. Und das ist dann noch schlimmer. Das wird natürlich bei dem Event natürlich eine besondere Highlight werden. Ne? Ja. Wie alt bist du jetzt? 48. 48 und er? 50. Naja, gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Ne? Genau. Aber es ist noch nicht sicher, wann die Veranstaltung genau ist. Ne? September habe ich gehört. Also ich werde auf jeden Fall kommen. Würde ich mich geehrt fühlen, dass du kommst? Also ich würde dich ja da ja auch ein wenig motivieren, dass da natürlich ein Sieg rauskommt. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt auch überlegt, ich werde 1.000 Euro Preisgeld aussetzen. Du willst jetzt sagen, dass offensichtlich es ist, 30 Sekunden, dann liegt er. Dann hast du ja guten Sekundenlohn, würde ich sagen. Ja. Ja, jetzt vor kurzem habe ich wieder einen Brief gekriegt von der Staatsanwältin hier aus Mannheim. Ich soll 1.600 Euro Geldstrafe zahlen. Ich hab schon gehört. Und diesmal wegen? Wegen Beleidigung. Wegen Beleidigung. Ja, eine Ärztin soll ich beleidigt haben. Eine Ärztin? Ja. Was hast du denn zu der gesagt? Angeblich soll ich zu der sagen, du bist ein dummer, so dumm und dämlich, du bist ganz schnell nichts zustande gekommen. Und wie kommt man da drauf, eine Ärztin zu beleidigen? Das hast du ja nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Nee, aus Jux und Tollerei habe ich es nicht gemacht, sondern in dem Moment, wo ich dann im Krankenhaus anrufe und ich will eine Auskunft, weil ich bin ja im Endeffekt für meine Mutter der Bezugsperson. Ja. Ne? Und ich konnte sie 2 Tage lang nicht erreichen. Ja, und am dritten Tag habe ich dann Blackout gekriegt, einen Auslaster, und dann bin ich reingegangen. Habe ja schon mal richtig drinnen die Ärzte zum Hosenscheißen gebracht. Bin ich dann gegangen. Und jetzt hast du Geldstrafe von 1.600 Euro bekommen, ja, dafür. Ja. Oder 40 Tage Knast. Ach, dein Job als Puffhausmeister wirst du nie mehr los, ne? Nee. Dennis, der Vater der Band, der hat angerufen schon im Gericht und... Ja. Ja, das ist immer, was du einen guten Chef da hast, ne? Ja. Also, wir sehen uns. Jo. Mach's gut, halt die Ohren steif und gut. So, Werner, wir sind auf der Rückfahrt. Tag's beendet. Und das Gute an dem Tag. Er endet sehr schön, weil er sieht ein bisschen kühl aus. Sieht nach Gewitter aus, ja. Er sieht nach Gewitter aus. Und ein bisschen Gewitter nach so vielen Tagen Sonne können wir auf jeden Fall definitiv gut gebrauchen. Und ganz ehrlich, ich freue mich jetzt darauf, wenn ich abends auf meiner Couch jetzt liege und zum Fenster rausgehe und gleich mal sehe, wie das Gewitter